Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen kleinen Exkurs in Sachen Steuerpolitik bekommen. Sehr interessant. Vielen Dank, Herr Keuter. Ich fordere jetzt einfach mal pauschal 7% für die AfD. Wir fangen erst mal an. So, und liebe Kolleginnen und Kollegen, oder lieber Herr Kollege Agelidis, Sie haben ja den Minister, der sich jetzt in die Reihen der Parlamentarier verabschiedet hat, unterstellt, dass er ungedeckte Schecks ausstellt in Form seiner politischen Gestaltung in den nächsten Monaten. Sie fordern eine Aufstockung der Beantragung des Kits von 6 Monate auf 12 Monate. Ja, da muss man sich auch mal die Frage stellen und auch mal wirklich sagen, man setzt sich dann auch mit der Gefahr auseinander, dass dann möglicherweise auch Familien, so hart wie es klingt, Gelder bekommen, die ihnen dann vielleicht einfach gar nicht mehr zustehen. Und wir haben auch hier eine Verantwortung, mit Steuergeldern vernünftig umzugehen. Und ich glaube, mit 6 Monaten, was wir jetzt tun, haben wir einen guten Schritt getan. Und damit lassen Sie uns auch einfach erst mal beginnen. Herr Kollege, wenn Sie gestatten, Sie eine Zwischenfrage. Bitte schön. Herr Agelidis. Vielen Dank, Herr Bellmann. Sie die Zwischenfrage gestatten, da muss ich aber fragen, ob Sie wirklich das alles im Detail gelesen haben, weil genau der Punkt ist ja vorgesehen, dass man sagt, wenn es Änderungen gibt, dann sollen die eben innerhalb von 1 bzw. 2 Monaten noch angezeigt werden. Somit wäre das eigentlich nicht das Problem. Und abgesehen, Moment mal bitte, und abgesehen davon, erste Frage und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, aber Sie, gehen Sie mal auf die erste Frage ein. Ich gehe dann ausschließlich auf die erste Frage ein, weil sie eben auch wahrscheinlich gar nicht so gut war. Denn wenn Sie auf der einen Seite von Entbürokratisierung sprechen und hier jetzt fordern, dass alle 1 bis 2 Monate Veränderungen eingereicht werden müssen, dann schaffe ich damit das nächste Bürokratiemonster. Von daher bringt es überhaupt gar nichts. Herr Müller, Sie fordern Erleichterungen beim Bildungs- und Teilhabepaket und sagen auch da, dass es viel zu bürokratisch ist. Sie vergessen dabei auch immer, dass wir das ganze Thema Digitalisierung auch hier in den Vordergrund stellen. Und wir natürlich anstreben, auch da Erleichterungen herbeizuführen, dass das klare Ziel der Koalition ist und auch der Bundesregierung, das so unkompliziert wie möglich zu machen. Klar war alles kompliziert. Deshalb ist es jetzt ja auch nur noch ein Antrag beispielsweise auf Lernförderung, der gestellt werden muss. Auch da haben wir ja deutlich pauschaliert. Und was man eben auch nicht vergessen darf, die Pauschalierung bei der Teilhabeleistung 15 Euro für Musikvereine, Sportvereine, auch da ist es deutlich einfacher geworden. Sie tun dann immer so, als ob das ein Riesenbürokratiemonster gewesen ist und immer noch bleibt. Das stimmt eben einfach nicht. Wir entbürokratisieren, erleichtern die Antragstellung und zukünftig mit der Digitalisierung wird es noch besser. Und wenn wir jetzt schauen, dass wir in den letzten Wochen auch viel erreicht haben in der parlamentarischen Debatte und auch in den Verhandlungen gemeinsam mit dem Koalitionspartner, dann können wir feststellen, dass wir jetzt eben mit dem neuen Gesetz nicht nur mehr Familien und Alleinerziehende mit kleinem Einkommen helfen, indem wir den Kinderzuschlag erhöhen, ausbauen, transparenter gestalten, sondern auch die Leistungen für Teilhabe und Bildung, ich habe es Ihnen schon gesagt, deutlich verbessern. Und ich freue mich insbesondere darüber, dass wir auch den Erwerbsanreiz stärken. Den Erwerbsanreiz stärken wir, indem wir dafür sorgen, dass sich zusätzliches Einkommen eben auch mehr auszahlt und nicht mehr nachteilig auswirkt. Und im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes, habe ich es eben schon gesagt, begrüße ich ausdrücklich, der Kollege Weinberg ist auch darauf eingegangen, dass die Vereinsbeiträge von 10 Euro auf 15 Euro eben erhöht werden und das eben auch pauschaliert, ohne dass eben jedes Mal ein Antrag beim Jobcenter oder eine Einzelfallprüfung beim Jobcenter stattfindet, sondern eben diese Gelder pauschaliert ausgezahlt werden, direkt an die Familien fließen und damit natürlich auch wichtige Verwaltungsvereinfachungen herbeigeführt werden und eben auch eine Entbürokratisierung. Und zusätzlich erhöhen wir das Schulstarterpaket auf 150 Euro, ermöglichen für mehr Schülerinnen und Schüler individuelle Lernförderung, auch wenn keine akute Versetzungsgefahr besteht. Auch das ist eine Verbesserung. Wir streichen die Anteile beim Mittagessen bei der Schülerbeförderung. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, dieser 1 Euro, den die Familien bisher beim Mittagessen selbst aus der eigenen Tasche dazu bezahlen mussten, das sind ungefähr knapp 20 Euro im Monat. Ich möchte das nur mal erwähnen, dass es gar nicht so wenig ist. Und es gehört an dieser Stelle, glaube ich, dann auch einfach auch mal gesagt, dass wir hier einen guten Schritt und großen Schritt eben auch vorankommen und Familien entlasten. Ja, Herr Müller, 1 Euro ist kein großer Schritt. Sie sehen immer nur das eine. Sehen Sie doch auch mal den Blumenstrauß, den wir insgesamt in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben. Das sind doch ideologische Debatten, die Sie führen. Wir haben in den letzten Jahren
die Kinderbetreuung ganz klar ausgeweitet und unterstützt. Wir haben das Kindergeld erhöht. Wir haben im Bereich Unterhaltsvorschuss einiges getan und Alleinerziehende nicht nur mit diesem Gesetz unterstützt. Wir haben das Elterngeld eingeführt und in der letzten Legislatur zum Elterngeld Plus ausgebaut. Das gehört auch mit dazu bei, oder trägt mit dazu bei, Kindern aus der Armutsfalle zu helfen. Erkennen Sie das doch auch einfach mal an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Schluss noch zwei Punkte. Wir hoffen sehr, dass wir die Abrufquote spürbar erhöhen können. Und lassen Sie uns da nicht immer an diesen 30% irgendwie da so festhangeln. Natürlich wollen wir mehr als 35% erreichen. Das Ziel ist, das hat die Kollegin Mast auch gesagt, dass wir natürlich noch 70% mehr der Familien erreichen, denen dieser Anspruch einfach zusteht. Aber lassen Sie uns dafür werben. Und lassen Sie uns nicht immer nur alles schlecht reden, sondern gehen Sie eben raus, tragen Sie das dann auch einfach in die Welt und weisen Sie die Familien darauf hin, dass sie eben diese Leistung bekommen und Anspruch darauf haben. Aber sagen Sie auch, oder wir müssen auch fairerweise sagen, dass zum Teil es auch einfach nur daran liegt, weil es vielerorts eben auch schon im Land bereits kostenlose Angebote wie zum Beispiel Sozialtickets oder eben kostenfreie Mitgliedschaften in Vereinen gibt. Solche Fälle gibt es und solche Fälle bestehen und deswegen eben auch kein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabepaket, weil eben dieser deckende Bedarf gar nicht vorhanden ist. Und das sollte man bei der Kritik an der Abrufquote eben auch im Kopf haben. Und zweitens, Herr Präsident, ich komme auch zum Schluss, dieses Gesetz ist eben nicht das Einzige, was wir getan haben, um Kinderarmut zu bekämpfen. Und deswegen nochmal, vehementes Schlechtreden oder das Spalten der Opposition finde ich eben einfach ziemlich daneben. Wir sind es, die durch dieses ständige Schlechtreden nicht Angst einflößen sollten und somit die Sorge von Familien verstärken, sondern vielmehr Mut in den Vordergrund stellen und vor Ort eben für dieses Gesetz werben. Eins ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Kind wird in unserer Gesellschaft zurückgelassen. Und deswegen bitte ich um Zustimmung dieses Gesetzes. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Pascal Kober.